Quería saber si dentro de la reunión se sostuvo comunicación sobre la. Wir haben sehr zugeraten und freuen uns auch, dass Panama das jetzt gemacht hat, dass man sich bereit erklärt hat, die OECD-Standards zu übernehmen. Mit einigen Ländern sind auf dieser Grundlage bereits Abkommen zur Transparenz und zum Informationsaustausch abgeschlossen. Mit Deutschland haben die Verhandlungen im Juli diesen Jahres begonnen. Wir sind nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Es stockt an vielen Ecken, sei es was die Frage des Waffenstillstands anbelangt, sei es auch was die politischen Fragen anbelangt, sei es was die humanitären Fragen anbelangt. Und so haben wir dann nach reiflicher Überlegung, nachdem jetzt auch sehr viele Expertengespräche stattgefunden haben, gesagt, wir müssen jede Möglichkeit ausschöpfen, um zu versuchen, Fortschritte zu erzielen. Und natürlich werden wir das thematisieren. Ich bin der Meinung, man kann jetzt angesichts dieser Situation keine Option, auch nicht die der Sanktionen vom Tisch nehmen. Aber der Vorrang hat jetzt erst einmal, dass wir gucken müssen, das Leid der Menschen in irgendeiner Weise zu lindern. Und das wird morgen Thema sein. Auch da wird man sich keine Wunder erwarten können. Aber sprechen ist immer wieder notwendig, auch wenn die Meinungen sehr stark auseinanderliegen.